Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns, liebe Zockerfreunde. Ihr seid nämlich hier auf RockKartoffelLP und hier geht die übelste Party bei diesem Spiel. Ob es jetzt die Fehler-Party ist oder die Ich-kann-irgendwas-Party, das sei jetzt mal dahingestellt. Und wir befinden uns in einer neuen Aufnahmesession. Und ich habe keine Ahnung gerade, um ehrlich zu sein, wo wir letztens aufgehört haben. Ich hoffe, das war hier in diesem Bereich. Ich spiele nämlich jetzt einfach mal weiter. Ich glaube, hier waren wir noch vorbei, wenn ich das noch richtig weiß. Hier waren wir, genau. Hier waren wir irgendwo stehen geblieben. Wir hatten das Ding da oben noch eingeschossen. Natürlich sollte man vielleicht auch noch die Waffe wechseln. Und hatten, glaube ich, sogar noch das Ding da oben getroffen. Wenn ich das noch richtig weiß. Ja, wo befinden wir uns? Wir befinden uns im Schloss oder in dieser Welt einer bösen, ich weiß nicht, ob sie böse ist, ob wir die Böse irgendwie sind, einer Königin, die uns irgendwie einen Scharfrichter an den Hals gehetzt hat, den wir nicht besiegen können. Und momentan, hier waren wir, glaube ich, ja, genau hier. Und momentan hat uns der Scharfrichter in ein komisches Loch fallen gelassen und da befinden wir uns jetzt. Und müssen dann wahrscheinlich wieder irgendwie rauskommen, oder ich verstehe das sowieso nicht so richtig, was das Loch jetzt bedeuten soll. Ja. Oh. Gehen wir doch einfach mal da rein, oder? Warum ist das Ding denn da? Ah, deswegen. Okay. Gibt es da irgendwas Spezielles? Ich weiß es nicht. Wir haben das Ding sogar getroffen. Das gibt's ja nicht. Das kann ich gerade nicht glauben. Oh nein. Wir sind so die Overskiller heute. Ich hab's irgendwie im Urin. Rette uns, Alice. Lass uns nicht allein, Alice. Lass uns nicht zurück, Alice. Bleib bei uns. Sag noch ein bisschen öfter, Alice, und dann wird's vielleicht auch glaubhaft. Nee, war ein Scherz. Das ist natürlich immer glaubhaft, was die Leute sagen. Mich würde nur interessieren, wenn man alle Dinge eingesammelt hätte, alle Erinnerungen, alle Flaschen, würde dann wirklich irgendwas passieren mit dem Ende? Das wäre sehr interessant rauszufinden, aber irgendwie habe ich... Oh, das war das knapp. Keine Motivation, dieses Spiel zweimal durchzuspielen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe sie einfach nicht. Oh, toll, jetzt müssen wir gerade nochmal da hoch. Wo geht's denn hier überhaupt weiter? Hier geht's durch. Hier will ich aber nicht durch. Ich möchte nämlich diesen Pilz nochmal benutzen. Dann hier... Ich glaube, das soll nicht funktionieren, oder? Wir gucken einfach mal hier rein. Vielleicht aktiviert der Hase, den wir hier jetzt reinsetzen sollen, ja, irgendwie eine unsichtbare Plattform da draußen. Nee, das hier sieht schon wieder so richtig aus. Das will ich aber nicht. Ich will jetzt zuerst die Flasche haben. Hier ging es ja auch noch rein. Wie denn jetzt hier irgendwie? Was bist du denn? Einmal ist der Wüstling mir in die Damentoilette am Bahnhof Waterloo gefolgt. Ich musste den Aufseher rufen. Ja, hätte ich auch gemacht. Warum sollen wir denn jetzt hier bitte... Wo sollen wir denn jetzt hier einen Hasen hin platzieren? Da ist doch eine Aufhängung gewesen, oder? Habe ich das irgendwie... falsch interpretiert. Oh. Wir können Hasen also dahin werfen, oder wie? Können wir das auch in diesem kleinen Zustand? Das wundert mich aber. Kämpfen können wir nicht, aber wir können Hasen werfen, die ca. 30 mal so groß sind wie wir. Also kaputt gehen geht ja aber auch nichts. Nun ja. Gut, dann haben wir wohl eine Flasche jetzt zurückgelassen. Relativ schade.
Müssen wir jetzt hier weitermachen? Kann ich nichts für. Und ich habe keine Ahnung, wann ich die Folge begonnen habe. Supi. Rockkartoffel, du bist heute wieder so genial. Geht's da irgendwo hin oder warum ist das da? Ich habe gerade schon gedacht, ich hätte die Plattform irgendwie verpasst. An der Kette ziehen! Mir ist gerade mal aufgefallen, dass dieser Strudel da oben aber sehr interessant aussieht. Na gut, wir sind jetzt aber nicht da, um Strudel zu beobachten, sondern dieses Spiel zu spielen. Und das tun wir gerade. Alice Madness Returns. So sieht das nämlich aus. So, dann schnell hier rüber. Und dann schnell dahin. Ich bin gerade einfach mal ein bisschen schneller als sonst, aber irgendwie. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, ich muss hier jetzt irgendwie den hier machen. Und dann den hier. Und dann schnell hier rüber. Nee, gut. Dann würde ich sagen, wir setzen das Ding einfach schnell da drauf. Weil die andere Plattform ist definitiv näher. Und jumpen dann schnellstens hier rüber. Um in diese Blume reinzukommen. Sehr schön. So, dann geht's hier drauf. Und dann da. Mein Kommentar ist heute auch mal wieder grandios. Wo ist das Gegenstück dazu? Oh oh. Gott im Himmel. Konzentration. Oh, diese runde Plattform hat mir gerade mal wieder das Leben versüßt und gerettet. Sind wir überhaupt schon gestorben? Das frage ich mich gerade. Aufnahme ist ja noch ziemlich frisch. Kommt bestimmt noch früh genug mit dem Sterben. Wenn wir diese Folge ohne Sterben hinbekommen, Alter, dann sind wir echt boss-like. Achso, stimmt, wir Fettchen haben wir ja auch noch. Pferdchen! Finde ich einfach mega gut und. Kommen wir nicht weiter, oder? Ah, doch. Oh, dieser ganze Stress immer wieder. Dieser ganze Stress. Er bringt mich noch ins Grab. Gut. Also, manchmal glaube ich echt. Ich mache irgendwas falsch mit dem Spiel. Ich habe ja wirklich schon manche Leute auf YouTube gesehen, die das Ding hier machen. Und die jumpen mir durch, als wäre es gar nichts. Und ich habe hier solche Probleme. So, links, rechts geht auch. Und natürlich geradeaus. Was passiert, wenn wir mal hier geradeaus gehen wollen? Nee, gut, okay, dann gehen wir zuerst nach links. In der Hoffnung, dass hier noch nichts los ist. Und dass es hier einfach nur rein zum Einsammeln dient. Gut, also ich denke, wenn ich das richtig verstehe, müssten wir jetzt den Hebel in der Mitte drücken. Nach rechts rüber. Das Ding abschießen und dann passiert was links. Kannst du bitte die Kamera wieder richtig machen? Danke vielmals. Ach, komm schon. Ist jetzt kacke. Könnte ich ja nicht wissen, dass da der Weg zu ist. Das müsste gerade ein bisschen schnell gehen. Ja, weißt du, wenn das Spiel so beschissen ist und einfach mal die Kamera so dreht, wie das Spiel sie gerne hat und nicht wie der Spieler sie gerne hat,
dann bedanke ich mich wirklich bei dem Spiel. Also richtig dick und recht herzlich. Jetzt hör mal auf, meine Fresse. Das ist ja ganz provokant hier, was du wieder machst. Scheiße, ey. Das war aber mehr als knapp, diese Aktion. Aber mindestens gibt es zwei Zähnchen und das sind dann noch zwei goldene. Das finde ich wenigstens ein bisschen fair. Aber auch nicht besonders. Was ist denn das hier alles auf dem Boden? Schießen und da der Hase und dann... Da oben ist mein Tod? Da oben war mein Tod? Da kommt bestimmt gleich wieder der Scharfrichter, ich weiß es. Und er folgt uns über einen Jump'n'Run, das weiß ich auch. Na gut, das war bisher alles geraten. Jetzt kommt er bestimmt. Warum haben wir das so klar... Warum ist der noch ein gutes Stück größer geworden? Wenn ich mal so ganz dumm fragen darf. Irgendwie sieht er unheimlich aus. Okay, ich sollte vielleicht mal anvisieren. Langsam anfangen. So. Konzentration! Nice. So, jetzt gibt's auf die Fresse, du kleines schwarzes Ding, du. Oh, was war das gerade? So, das war sein Angriff, okay. So, haust du jetzt bitte ab? Das wäre wirklich sehr nett von dir. Ja, du lässt es natürlich nochmal ein Loch einfallen und lachst dich dann über uns tot. Sehr schön. Nur wenige Pfeile überleben eine gute, was auch immer. Ich wollte gerade schnell vorlesen, aber irgendwie war es schon zu schnell weg. Ach, komm schon. Ich warte immer noch auf den Moment, an dem wir die Waffe bekommen, mit der wir ihn töten können. Ich hasse ihn doch so. Oh mein Gott, hier geht's ja runter. Oh oh. Bist du denn? Wo sind wir denn hier? Das Spiegelbild gibt bisweilen mehr von der Realität preis als das Gespiegelte. Trollolol. Okay. Was haben wir denn hier alles? Können wir hier irgendwas erkunden? Nö. Also was erkunden angeht, ist dieses Spiel ganz hinten dabei. Nicht schon wieder so ein Schachspiel. Diesmal nicht größer. Oh nein. Gut, starten. Wo sind wir denn da? Oh. Ach so, ja. Okay, das habe ich gerade gar nicht beachtet. Dieses Pferdchen. Ist ja eklig. Woher weiß ich denn, welchen Weg das Vieh geht? Zeigt es das irgendwie an? So, das geht immer hin und her, okay. Sehr schön. Gut. Gerade ein bisschen konzentriert bei der ganzen Angelegenheit. Noch ein zweites oder ist jetzt einfach hier Tür offen? Tür ist offen, gut. Also das war ja jetzt auch nicht so besonders anspruchsvoll. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Hier ist aber ein Schlüsselloch, das gefällt mir. Gut, dass ich das mal wieder gefunden habe. Oh, ich dachte gerade, das war eine Erinnerung. War das keine Erinnerung? War das wirklich eine Flasche? Nun ja, Schande über mich. Habe ich mir wieder nicht richtig aufgepasst. So, was ist denn hier? Alice, ja. Und da sind Blumen und mein Tod. Gut. Fast das gleiche. Alter, warum? What? Also wir scheinen dem Zug irgendwie näher zu kommen.
Also das gefällt mir gerade richtig. Ich habe das gerade ein bisschen lauter, das Spiel. Und muss feststellen, dass diese Soundkulisse eigentlich gar nicht mal so scheiße ist. Also, ich kritisiere das Spiel ja oft, dass es... Nein, ich wollte mich doch da draußen umsehen. Meine Fresse, Spiel. Ich verstehe dieses Spiel manchmal. Es könnte so toll sein, wenn man hier ein bisschen mehr erkunden könnte. Und vielleicht hin und wieder mal ein bisschen mehr Freiraum hätte. Aber das scheint ja hier gar nicht angedacht zu sein. Und es ist halt einfach verdammt linear, meiner Meinung nach. Zum Glück ist der Kettentyp so mega langsam. Warum ist sie jetzt nicht aus dem Weg gewuselt? Alter! Alice! Wusel doch jetzt mal! Noob. So. Ja, komm. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Gut. Würde ich aber auch schon sagen, das war's mit dieser Folge von Let's Play Alice Madness Returns. Ich glaube, wir haben jetzt 15 Minuten voll. Hätte ich jetzt genau aufgepasst, wie viel Uhr wir gestartet haben, wüsste ich das natürlich noch ein bisschen besser. Aber leider ist es mir gerade entfallen. Das tut mir sehr leid. Ich würde auch trotzdem sagen, ich bedanke mich vielmals bei euch. Wir können noch schnell, komm, wir gehen noch schnell Waffen upgraden. Steckenpferd können wir nicht mehr upgraden, meine persönliche Lieblingswaffe. Upgraden wir einfach die Pfeffermühle, die ist jetzt rot und sieht aus wie ein Schweinchen. Sehr gut. Ich würde sagen, ich bedanke mich wirklich recht herzlich bei euch. Dankeschön fürs Zusehen und bis morgen, wenn wir wieder Let's Play Alice Madness Returns tun und machen und aufnehmen. Viel Spaß noch hier beim Restnachmittag und so, ihr wisst, was ich meine. Auf Wiedersehen, bis morgen.